Ja, hier. Moin, Servus, guten Tag. Es ist Samstag und kein Sonntag, weil morgen ist ja Heiligabend. Wie man sieht, so, ich bin hier gerade frisch reingeschnallt. Heute Morgen in aller Frühe alles erledigt, was zu erledigen ist. Einkäufe erledigt, weil Heiligabend ist auf dem Sonntag, Montag, Dienstag ist auch zu. Das heißt, man braucht für ein paar Tage seinen Krempel. So, dann, ja, das nahe jagt jetzt so langsam Richtung Ende entgegen. Ja, wie es ausgeht, ist natürlich offen. Man weiß es nicht. Man kann es nur vermuten. Ob das ja gut ausgeht, schlecht ausgeht, das werden wir sehen. Im Moment regnerisch, würde ich sagen, wenn ich rausgucke. Gute ist, ich wohne in einer Böller- und Verbotszone, das heißt, hier darf so ein Scheiß nicht gemacht werden und da, das wird auch überwacht. Und das Schöne ist, wenn man erwischt wird, es gibt nicht nur eine Strafe, sondern es wird einem auch der ganze Krempel, den man gekauft hat, abgenommen und vernichtet. Das heißt, wenn Leute so blöd sind, für 100 Euro Knallkörper zu holen, bei uns in der Verbotszone rumböllern, erwischt werden, so ja, dann gibt es halt eine Strafe. Und dann ist halt das Geld halt weg, ohne Spaß von Bum Bum. Was ich auch richtig gut finde, weil ich einfach sage, wenn irgendwelche Assis randalieren, schlagen, Dinge kaputt machen, Leute anpöbeln, tja, dass es nächstes Jahr dort sowas denn nicht geben soll, ist logisch, ne? Und Berlin setzt 2800 zusätzliche Polizisten ein in 3 verschiedenen Bezirken. Nur wegen solchen Vollidioten, die, da machen wir uns jetzt vor, zum großen Teil alles keine echten, biologischen, wirklichen Deutschen sind, sondern irgendein Müll, der irgendwoher angereist ist, eingewandert ist, oder wie man das nennen darf. Oder Leute, die sind hier geboren, leben aber nicht nach unseren Regeln, nach unseren christlich-westlichen Prinzipien, sondern leben halt wie ihre Eltern in irgendeiner anderen gammeligen Kultur. Ja gut, sollen sie machen, gibt halt einen aufs Dach. Und es wird für die Leute auch nicht besser werden, dass das, ja, jetzt auf einmal sind alle Deutschen gegen. Nee, wir sind schon lange dagegen, nur die Politik knickt langsam ein und sorgt auch mal dafür, dass solche Leute halt auch mal bestraft werden, was auch richtig ist. Apropos Gesetzeshüter Gesetze. Heute habt ihr noch die Chance, einfach auch mal eurer Polizei was Gutes zu tun. Ich habe es heute ernsthaft gemacht. Ich bin losgefahren, habe leckeren Schmuckerkram geholt. Immer so Packungen, wo viel drin ist. Denn es sind ja nicht nur 2, 3 Polizisten und Polizistinnen dort in der Wache, die dann halt jetzt über die Feiertage arbeiten, sondern es sind ja mehrere Autos, die patrouillieren, die fahren, machen und tun. Ne? Und die müssen arbeiten. So. Und wenn die zwischendurch reinkommen, mal ein Käffchen trinken wollen oder einen heißen Tee oder wie auch immer, ist es doch schön, wenn sie was Leckeres auf dem Tisch stehen haben. Und da habe ich ein bisschen was eingekauft, habe mir denn gleich hier, wie heißt denn das, Einpackpapier hier, so Geschenkpapier, so, ne, so weihnachtliches, habe ich gleich mitgenommen, Tesafilm habe ich geholt. Das Einzige, was ich im Laden erfragen musste, ist ein Cuttermesser oder eine Schere. Ein Cuttermesser haben die mir ganz dem Dank geliehen. Da habe ich das gleich alles eingepackt und bin dann zur Polizei gefahren. Dort hat eine zauberhaft süße Polizistin mir die Tür geöffnet, mich gefragt, womit wir das verdient hätten. Und dann habe ich ihr das erklärt, dass ihr immer einen tollen Job macht und dass ich einfach Danke sagen möchte für euren tollen Job. So, und ja, und dann bin ich wieder abgefahren. So einfach ist es, diesen Menschen eine tolle Freude zu machen. Und das sollte jeder für sich selber entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Ich kann es nur raten, zeigt diesen Menschen, dass ihr die Arbeit wertschätzt. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass viele halt wirklich Heiligabend arbeiten, Weihnachten kein Frei haben arbeiten, ne? Das gilt aber auch genauso für Feuerwehr und Rettungsdienste. Also man kann da auch mal eine Kleinigkeit hinbringen und einfach mal Danke sagen. Das meine ich ernsthaft. Ne? Gerade diese Jobs, die halt da sind, wenn es uns normalen Bürgern am schlechtesten geht
und wir Hilfe brauchen, denen sollte man Danke sagen. Das meine ich 100% ernst. Also denkt mal drüber nach, dass ihr das auch mal macht. Wirklich, macht das auch mal. Denkt aber bitte ganz, ganz dolle daran, so Wertgeschenke. Das war nämlich das Schöne. Ich habe mich vorher mit einem Kommissar unterhalten und ihn halt gefragt. Von der Kriminalpolizei, so wie sieht denn das aus, was ist denn erlaubt und verboten zu schenken. Ne? Also Kuchen, Kekse, Süßigkeiten, Kaffee, also muss ne, Kaffeepulver, so ne, so Paket Kaffee und sowas. Das ist ohne weiteres erlaubt. Das ist, da freuen die sich immer dolle drüber. Problematisch wird es, wenn es jetzt zum Beispiel, oh, ich will dem was Gutes tun, ich schenke den eine Kaffeemaschine und einen Karton Kaffee. So, dann ist das vom Wert, was man verschenkt, halt so doll, dass sie das nicht annehmen dürfen. Da gibt es auch Richtlinien, die hat da nicht im Kopf gehabt, ne? Müsste ich vielleicht mal nachgoogeln, aber da ist immer die Frage, ob das stimmt. Ne? Aber man muss ja auch nicht übertreiben, wenn man da irgendwelche Elektrogeräte oder was der Geier hinschleppt und einkauft, aber so die ganz normalen Dinge, wie jetzt zur Weihnachtszeit halt, Schmökerkram, Lebkuchen, Kekse, Schoki, sowas halt, ne? Kaffee immer, logisch, immer gern gesehen, ne? Deswegen, also, da muss man halt gucken, aber man sollte da halt nicht von der Wertigkeit halt wirklich übertreiben, da irgendwie für 200, 300 Euro lauter Krempel kaufen, da hinfahren, das alles da abladen, denn so hat er mir das erklärt, wenn die Wertigkeit zu hoch ist, dann müssen die es abgeben. Die dürfen zwar annehmen, müssen es dann aber wieder abgeben. So, das heißt, die nehmen es an, bedanken sich und nach Weihnachten kommt dann die Einladung, man darf seinen Besitz bitte wieder abholen oder man möchte es bitte wieder abholen oder die nehmen es gar nicht an. Ne? Ist halt auch schon oft gewesen, dass Polizisten gesagt haben, die nehmen wir nicht an. Und vor allen Dingen gerade, wenn man an die Autos geht, wenn irgendwo ein Polizeiauto steht und dann sind da zwei, drei Leute drin oder auch nur einer drin und man geht hin und klopft eine Scheibe so und will dem was geben. Da sind viele auch vorsichtig, ne? Weil du sitzt in deinem Auto und jemand gibt dir da was rein. Das ist immer ein bisschen, ne? Deswegen, und wenn ihr sowas macht, also was ich euch echt empfehlen kann, macht es. Sagt doch wirklich mal Danke. Weil sie müssen uns halt auch vor dem ganzen Abschaum beschützen und das ist halt auch gefährlich, ne, muss man auch sagen, wirklich gefährlich. Wenn ihr das macht, am besten bei der Polizeiwache, also richtig in der Wache, dann klingeln oder wenn sie einen sehen, ne, bei mir haben sie den gesehen, haben die Tür mit einem Summe aufgemacht. Nehmt auf jeden Fall den Kassenbon, wo ihr gekauft habt, mit, falls sie fragen, ob das wirklich gekauft ist, ne, dass ihr dann sagen könnt, ja, ich habe den Kassenbon da. Und etwas, womit ihr es euch ausweisen könnt. Weil, ne, wenn sie irgendwie denken, so, ja, wir haben ja heute oder wir haben gestern Abend hier schon ein Paket gekriegt, da war vielleicht Kacke drin, weil uns einer ärgern wollte. Ne? Da wissen wir nicht genau, wer es war. Und jetzt kommt wieder einer mit was Eingepackten, meinetwegen, vorbei. So, dass sie dann vielleicht mal sagen, okay, nehmen wir gerne an, aber wir möchten trotzdem wissen, von wem das Paket ist. Bitte weisen sie sich aus. Dann weist man sich halt aus. Man hat ja nichts zu verbergen. Ne? Deswegen, also, ich kann es dem noch raten. Danke zu sagen bei den Menschen, die für uns da sind. So, das ist dazu. Das, wie gesagt, da bin ich gerade frisch, komme gerade frisch von der Polizeiwache. Deswegen habe ich gesagt, dann machen wir gleich das Video fertig, dann habe ich das jetzt durch. So, was gibt es sonst Neues? Ja, ich finde es ein bisschen albern, dass es immer noch Schulen und Kitas und Jugendeinrichtungen und all so ein Blödsinn gibt, die das Christliche aus dem Weihnachtsfest raus sieben wollen. Die denn zum Beispiel Weihnachtslieder singen, wo das Wort die christliche Verbindung versaut wird. Habe ich gestern gelesen. Und, ne, ihr kennt ja Handy News, zack, und dann, da gibt's wohl, da haben die Kinder irgendeinen anderen Blödsinn gesungen als den original christlich-weihnachtlichen Text. Ne, auch wieder mit dieser dummen Ausrede, man möchte Kindern aus anderen Religionen nicht vor die Füße treten, also nicht vom Kopf stoßen, nicht ausschließen, wo ich denke so,
Weil, sag mal, wir müssen keine Rücksicht nehmen auf irgendwelche Moslems, auf irgendwelche Jehovas oder auf irgendwelchen Blödsinn. Sag mal, raffen die Leute das nicht? Das Weihnachtsfest, das christliche Weihnachtsfest, gehört zu diesem Land. Punkt. Da wird nicht drüber diskutiert. Und man sollte auch mit mir privat nicht irgendwo diskutieren über so ein Thema. Sonst kann es nämlich sein, dass man sich eine einfängt. Da gibt es bei mir keine Diskussion. Gar keine. Wen das stört, dass es so ist, der soll seine scheißlichen Sachen packen und dieses Land verlassen. Ich habe es schon mal gesagt. Wer Deutschland nicht liebt, so wie es gehört, muss Deutschland verlassen. In meinen Augen gerne auch erschossen werden, ist mir scheißegal, aber ich will solche Leute hier nicht haben. Gar nicht. Der ganze Multikulti-Dreck von wegen, ja, wir müssen Rücksicht nehmen, Rücksicht nehmen. Nein, müssen wir nicht, das ist unser Land, wir müssen nicht Rücksicht nehmen. Leute, die hierher kommen, die müssen sagen, ah, das ist ein fremdes Land, so und so muss ich mich hier benehmen, damit ich hier reinpasse. Punkt. Diskussion beendet. So, und ansonsten, ja, ich finde es krass, so, was auch bei YouTube Deutschland los ist teilweise. Dass da irgendwelche Vollhongs Kuchen-TV melden und versuchen, auf Biegen und Brechen den Mund tot zu machen, weil mehr ist das nicht. Wenn eine woke Scheißbubble, alle losrennen und jemanden melden, dann würde ich mal sagen, okay, das ist eine widerliche Verschwörung, jemanden mundtot zu machen. Und da kommen wir jetzt mal zu einem Vergleich, den wahrscheinlich diese Spinner nicht mögen werden, aber eins ist ja nun mal Fakt. Wenn jemand eine andere Meinung hat, diese ausspricht, und er wird von anderen Leuten dafür verfolgt. Was ist das? Na? Richtig, das ist Faschismus. Genau das ist es. Andere Meinung? Alles klar, den müssen wir mundtot machen, den müssen wir melden, den müssen wir bei Politikern das Auto anzünden, Steine werfen, irgendwelche Injektionen irgendwo reinjagen, Leute versuchen zu vergiften, Häuser in Brand stecken und so, weil andere Meinung. Ein Wahlbetrug anzetteln, hat auch so ein Spinner erzählt, man könnte ja auch einen Wahlbetrug machen, jeder kennt diesen Assi. Das ist schon, ja, das ist Faschismus. Mehr ist das nicht. Das ist reiner Faschismus. Früher hat man andere Leute wegen einer anderen Meinung erschossen, irgendwo anders in Räume gepackt, wo es nur Fake-Duschen gab. Na? Und heute wird es halt anders gemacht. Da wird einem aufgrund solcher Sachen Angst gemacht. Und jetzt im Fall von Kuchen-TV, das verfolge ich wirklich, weil ich mag ihn. Er hat einen ganz, ganz stichelnden, feinen Humor. Und dazu halt auch noch eine unglaublich differenzierte Sicht auf die Dinge. Ich habe mich schon manchmal ertappt bei seinen Cake News und auch in seinen Livestreams, wenn ich mir die Videos angucke und alles, dass ich dann dachte so, so habe ich das bisher noch nicht betrachtet. Pausiert das Video, denn echt hier gesessen und dachte, okay, das und das hat er gerade gesagt. Er bezieht sich auf das und das Video. Dann habe ich mir das Video, auf das er sich bezieht, genommen, angeguckt, boah, mir wird warm unter dem Deckel, das dann angeguckt nochmal, im Hinterkopf seine Aussage gehabt und dann gesagt, okay, alles klar, ich hätte das jetzt so eingeordnet, er ordnet das so ein, aber unsere beiden Meinungen zur Einordnung sind vom Grund ähnlich, fast gleich, mit ein paar Differenzierungen bei. Und das ist der springende Punkt. Differenzierung. Kontexte, ne? Nicht immer alles komplett aus dem Kontext rausschneiden, das ist wichtig, weil Kontext ist alles.
Wenn jemand etwas sagt, wenn man das vorne und das dahinter einfach wegschneidet, kann ein Satz ultra böse klingen, wirklich böse. Aber wenn man alles zusammen hat, dann klingt das gar nicht mehr so böse, dann klingt es teilweise verdammt logisch. Ne? Also deswegen, und YouTube Deutschland ist, was das angeht, ja, also extrem unterhaltsam. Denn was da teilweise für Leute unterwegs sind, die auf Biegen und Brechen versuchen, diese Möchtegern-Links-Wucke-Bubble irgendwie zu legitimieren, dass sie irgendwie Recht haben in ihren Aussagen oder dass das berechtigt ist, was sie tun, na, das ist schon lächerlich. Es ist einfach lächerlich. So, weil man kann und sollte diesen Leuten keine Bühne geben, so dass man sagt, man muss sie beachten. Nein, muss man nicht. Nein. Freunde, glaubt mir, muss man nicht. Das ist ein Phänomen, das ist widerlich, aber das wird auch vorbeigehen. So, was gibt sonst Neues? Ja, im Prinzip erstmal nicht viel. So, ich bin jetzt oder bleib jetzt erstmal zu Hause. Hab hier zu Hause einiges zu tun, einiges zu machen. Werde mir wie immer viel YouTube auch nebenbei. Immer wenn ich Zeit habe, gucke ich halt viel YouTube, um halt auf dem Laufenden zu bleiben. Was ist gerade wieder, wie, wo, was los? Was auch macht auch Spaß, ne? Weil ich könnte ja hier nicht irgendwie zu irgendeinem Thema zum Beispiel mal was sagen, wenn ich mich damit noch gar nicht beschäftigt hätte in irgendeiner Form oder mir verschiedene Seiten angeguckt habe. Von den Deppen und von den Guten und von den, ne? Man muss halt immer gucken, dass man sich überall ein bisschen bildet und nicht nur einseitig auf einen Streamer, auf einen YouTuber hört. Weil das ist dumm. Nur eine Seite immer hören ist rein, das ist Scheuklappe, dumm. Mehr ist es nicht. Ja, ansonsten, ja, wird, aua, so, Zigarette aus, wird es, glaube ich, bei mir, was so Weihnachten angeht, sowieso sehr ruhig werden, denn dieses Jahr komplett alleine. Meine Katze ist ja gestorben, das hatte ich ja hier schon bekannt gegeben, glaube ich. Und deswegen, ja, ist mal anders. Es ist sowieso komisch, wenn man sonst nach Hause gekommen ist und da kam jemand entgegengewuschelt und man hat gemerkt, so, ne, man ist nicht alleine und abends zum Einschlafen zusammen Fernsehen geguckt und alles. Ja, meine Katze war ein begeisterter Fernsehgucker. Also auch wirklich bewusst Fernsehen und nicht nur mal hingeguckt und gepennt, nö. Wir haben richtig zusammen hier ferngeschaut abends zum Einschlafen. Ne, das war schon schick. Und ja, jedenfalls wird's ruhig. Wie man sieht, also hier leuchtet auch nichts irgendwie im Hintergrund wild. Ich habe meine üblichen Lichterketten. Eine habe ich das ganze Jahr an. Ich habe dann noch zwei hingemacht. So für diese kleinen digital, also hier LED-Lichterkettchen, die hängen da, die mache ich immer abends an. Ist ein schönes Licht, wenn ich mir irgendwie Serie oder YouTube anschaue. Und ansonsten ist hier eigentlich nichts. Ne? Und ja, das war's eigentlich. Denn bleibt mir nichts weiter zu sagen als, ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest. Ob ihr das jetzt im christlichen Sinne feiert, wie es sich eigentlich gehört, oder einfach als Familienfest feiert, es kommt ja nicht drauf an. Es kommt um auf die Liebe und den Zusammenhalt an. Es kommt auch nicht auf die Größe und den Wert der Geschenke an. In der heutigen Zeit ist Liebe, Zusammenhalt und Nächstenliebe insofern sehr wichtig. Und darauf kommt es an. Also wünsche ich allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Bleibt gesund. Feiert schön, esst viele Kekse und viel Kuchen. Und ja, dann werden wir uns wiedersehen. Ich
denke mir noch vor Silvester. Ich glaube, ich werde Silvester noch mal ein kleines Video machen für das neue Jahr. Und dann schauen wir mal. Also, bleibt gesund, passt auf euch, eure Liebsten und eure Mitmenschen ein bisschen auf. Achtet auch ein bisschen auf die Älteren, die vielleicht nicht so können, vielleicht mal Hilfe brauchen. Vergesst nicht unsere Helfer in Not. Ihr müsst ja nicht nur die Polizei beschenken. Ihr könnt auch Feuerwehr und Rettungsdienste, hatte ich gesagt, auch machen. Ne? Aber mit dem gefährlichsten Job, leider Gottes, haben die Polizisten und Polizistinnen. Und macht es ruhig. Bringt denen was Leckeres, was Schönes vorbei. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Ihr wisst, ich mache viel, viel und kann auch ganz böse sein, aber meistens bin ich verdammt lieb. Also, bis bald.